So, willkommen zurück bei Grimdawn zusammen mit Cyronix. Hi. Beziehungsweise Cyronica, Entschuldigung, meine Liebe. Oh. Und Babbo Marcel. Den Babbo bitte. Ja. Mit seinen Chabos. Und Chabos, Alter. Wir gehen in diese Falltür hier, Trapdoor. Ich habe jetzt alles auf Englisch, damit wir auch irgendeinen Untertitel bekommen bei den ganzen Dialogen. Ich denke mal, in den nächsten paar Tagen wird die deutsche Übersetzung geupdatet werden und dann kann ich auch auf Deutsch spielen. Aber wir wollen jetzt spielen. Ach, shit. Hier ist eine Einhandpistol. Habe ich auch so nice. Sammelt. Die ist... Pass mal auf, bis ich hier Charge hab, ey, vom Soldier. Und wir sollen das Abwasser reinigen hier, richtig? Weil hier irgendein Viech ist, das das Trinkwasser von Devil's Crossing vergiftet. Wir sollen mit der Wasserpumpe helfen, so. Der hat doch gesagt, slay irgendwen. Naja, help Benabas with the water pump. Steht so. Guck, ich habe eine Leiche gefunden. Toll. Ich sehe ein paar Leichen, aber die sind noch am Leben. Ich sehe hier ein paar Leichen, Walking aber Dead, die sind noch am Leben. Walking Dead. Und die heißt sogar Walking Dead, ist das nicht so? So ein Zufall. Das ist mega geil. Siehst du auch irgendwer mehr Aggro eigentlich, sei? Die ballern alle noch, die noch nicht. Die ballern alle auf dich, die lassen mich alle in Ruhe. Ich kann die ganze Zeit hinter dir herlaufen und draufholzen. Hier ist Loot. Hinter einer Wand, wir müssen da rein. Nice. Loot für die Welt. Oh, Two-Handed. Best Armor. Die Axt will ich. Nimm sie. Shield. Ja, ich will. Magisches Schild. Bei euch trägt ja eh keine Axte. Ja, ich krieg sowieso mal alle Schilde, ne? Warte. Magic One Hand Ranged kann ich mir nehmen, brauche ich zwar nicht, aber die braucht ihr eh nicht. Ich würde die Heavy Boots noch nehmen. Kannst du gerne haben. Die ist. Giftschaden mache ich nicht. Ja, ich auch nicht, aber die hat wesentlich mehr Rüstung. Ja, hast du noch andere Stiefel angehabt? Weil ich glaube, ich habe noch gar keine. Ich habe auch noch keine andere. Ah, okay. Dann hätte ich deine alten abgetragenen Stiefel genommen. Das stinkt doch. Komm, ey. Genau deswegen. Wir teilen uns gerade auf. App. Ja. Ja, hier, der Babo ist so mega aktiv und der wird hier schon durch den ganzen Dungeon. Hier oben ist ja eh nichts. Ja. Aber, also lohnt es sich nicht zurückzugehen? Nö. Gut. Da waren noch drei Gegner. Ja. Cocoon remains. Hier ist ja alles tot. Cunning, Offensive. Nee. Freu nicht. Also ich weiß nie, was deine Viecher sind und was Gegner sind. Ist doch toll. Die rot umrandet sind, sobald du sie anklickst. Ha! Wird noch viel besser, wenn wir in den Skelett-Dungeon kommen. Yo. Marcel, hast du wieder dein Mikrofon hochgeklappt? Nein. Du bist gerade ultra leise. Echt? Ich kann es runterklappen, dann werde ich lauter. Ja, dann lass es runtergeklappt. Warum klappst du das hoch? Ich hab's nicht hochgeklappt. Ey, da ist noch eine Chest. 2, 3. Ich komm nicht dran. Achso, ich wollte mal. Warte, hier ist noch eine Leiche. Ach, oh, ich brauch 145 Physik. Was ein geiles Schild. Sollen wir weitergehen oder? Ja, gehen wir weiter, die Truhe lohnt nicht. Okay. Guten Tag, die Spinne. Boah. Blitzt auf jeden Fall schon schön, was ich mache. Finde ich gut. Gefällt mir. Ich will ganz viele bunte Effekte. Wer macht hier eigentlich so Flächenschaden von euch? Ist das meiner oder ist das einer von euch? Meine, das bist du. Vielleicht cool. Können meine Skelettos, aber ich glaub's nicht. Weil da sterben immer so ganz viele plötzlich. Ach genau, meine Axt, das könnte sein. Wobei, nein, die wird's auch nicht sein. Ja, vielleicht mein On-Hit-Trigger. Maybe. Hey, ich bin schon bei 1k live. Was los? Ich habe noch nicht mal ein halbes K. Aber ich habe bisher auch, glaube ich, irgendwie keinen Schaden genommen. Gehen wir links lang oder? Ja, rechts ist sowieso nix. Okay. Über die Brücke. Warum laufe ich vor? Hier. Läuft einer von euch vor? Ja, der Babo, der ist Tank hier.
Ein Tank, genau. Der kennt nichts hier. Der ist alles. Ist ihm egal. Ja, sobald ich den Charge hab, dann bin ich so immer automatisch vorne. Ich will ja, die Necklace, die brauchen wir auf jeden Fall für eine Quest. Jo, hab ich. Mitnehmen. Boah, au! Ach, die können wir alle mitnehmen. Okay. Okay. Anscheinend sind Questgegenstände wirklich. Ja, manche ja, manche nein irgendwie. Ja, total komisch. Ich sag bei Questgegenständen einfach immer, wenn ich sie aufhebe, dann. Das war's definitiv du, der gerade die alle weggesprengt hat. Ich? Geil. Ja. Nice. Das heißt, ich mach Schaden. Ich erfülle meine Aufgabe. Ich weiß noch nicht, ob ich meine Aufgabe überhaupt übernehme. Ich bin ein nützlicher Teil der Gesellschaft. Sag mir, dass ich ein nützlicher Teil der Gesellschaft bin. Du bist scheiße. Oi, leise. Chantal. Level 8. Yeah. Jetzt wart ihr vor mir, Level 8. War hier nicht irgendwo die Motion? Ja, kommt noch. Fucking hell, ich hab noch einen, ich bin tot. Fuck, ich hab vergessen, dass ich Lebenstränke nehmen kann. Ach stimmt, es gibt Lebenstränke. Kann mal einer von euch ein Portal erstellen? Ja. Ein Glück, dass ich gerade Level 8 war. Portal steht, zwei sogar. Kannst du eins aussuchen. Ich weiß nicht, welches ich genommen habe. Hauptsache ich spawn direkt im Boss. Richtig so. Warte, was war, wie hab ich die? Ach, mit Leertaste habe ich die genommen. Ich erinnere mich. Ach, schau mal, aber wenn ich wirklich am Boss stehen bleib, dann. Alter. Geht er dir nicht auf den Sack. Ja. Uiuiui, was ist denn hier? Emerald, okay. Den Müll habe ich. Oh. Die Pants würde ich mitgreifen. 42 HP, 4 Defensive, 5 Armor. Patchwork Leggings of the Mountain. Obwohl, Tunic ich habe noch nicht of alles the nachguckt. Void klingt ganz geil für mich. Magic Ring mit Physik und Health Regen. Ich glaube, das nehme ich mir. 100 Dagger. Oder? Ich glaube schon. Two-Handed. Caster-Helm. Two-Handed. Oh, Two-Handed Range, das nehme ich. Da ist eine Spirit-Chest. Wo? Die, Arcanist-Spirit. Armor of Thorns. Ja, die bringt mir nichts. Spirit. Keiner von uns ist Arcanist. Ich nehme hier unten die Tunika of the Void. Ja, dann nehme ich die, weil ich habe nämlich noch keine Chest. Da oben ist nochmal Two-Handed Range. Zweihändige Axt. Ja, hier die Schilder nehme ich sowieso immer. Und die Pants will ich mir noch krallen. Dann nehme ich mir den Helm. Energieregeneration ist immer geil. Noch ein anderer Helm liegt da. Das ist Müll. Den wollte ich tauschen. Jetzt habe ich einen coolen Haarreif. Mal guck, ich habe einen Ogre. Oder einen Golem. Bist du schon so weit in der Dings? Bin so weit. Ich bewahre jetzt meine Punkte noch auf für den Soldier dann. Wenn ich gleich in die richtigen Punkte skillen kann. Was war das hier? Ich skill weiter auf meinen Normalangriff. Obwohl, ich weiß nicht, unter Umständen muss ich die Punkte später sogar nochmal wegskillen, falls ich bei Devo. Auch bei dem anderen auf Dings geht. Hier sind nochmal. Schreinpunkte muss ich auch noch vergeben. Ja, ich war noch im Skillbring. Ich komme. Bin unterwegs. Der Ogre ist mal mega hässlich. Das ist voll schön. Kein Problem. 100 nicht. Range, die nehme ich. Ach, hier ist so ein Schrein, ne? Ja. Jo. Was braucht man? Fertig. Olden Walkers, Epic Boots. Oh, darf ich die haben? Die haben Fire Damage. Mit ja, nimm sie. Und zwei Blackwater Cocktail. Nice. Geilo. Ich darf sie aber nicht anziehen, nein! Sie sind Level 14. Oh, dann nehme ich die Chest mit Defensive Ability. Ja. Ah, die bringen mir direkt zwei Punkte für ein Talent beim anderen. Wenn ich Level 14 bin, das muss ich dann direkt skillen. Dann ich würde den Helm nehmen. Ich habe gerade die blauen Schuhe bekommen, das erste blaue Item. Ich beschwere mich hier gar nicht, bedient euch. Nimm noch den Rest damit, ne? Lootbot. Ja, wenn ihr die nicht haben wollt, dann nehme ich das mit. Ja, alles was noch liegt, kannst du mitnehmen.
Und den Helm kann ich nicht tragen, kann wer anders haben. Ja, hat mehr Armor. Dann schnapp ihn dir. Was soll der Geiz, ne? Was blöd, aber... Wurscht. Ich muss ja hier den Schaden einstecken. Irgendwann mal. Experience reclaimed, 11. Ich habe gerade 11 Erfahrung zurückerhalten. Oh. Footpads, Magic Boots, Lightning Resistance. Hier ist mit Resistenzen, falls unser Tank sich dafür interessiert. Ja, ich glaube noch nicht. Ja, ich meine, Resistenzen sind im Moment noch nicht so wichtig, erst später. Ja, ich glaube, wir sind hier eh durch, ne? Pretty much Casting Speed hier. Achso, wir haben ja keinen Zauberer. Noch keinen Caster, aber wird's mitnehmen. Ich gehe mal zurück nach Devil's Crossing, ne? Ja. Hey, Babo, da. Und dann auf und sagen, wir haben das Problem bei der Pumpe gelöst. Das Wasser sollte jetzt nicht mehr vergiftet sein. Das ist übrigens auch ganz geil. Obwohl, nee, es ist immer noch grün. Hä? Ich hoffe, wenn du es abschließt, ne? Ich glaube, dann wird es doch normal. Wir haben uns drum gekümmert. Once I pump out the remaining poison water, the spring should be clean enough for drinking. I'll make sure to let people here know how much help you've been. They'll be grateful that they can get a drink without dissolving their intestines. One more thing. Take my rucksack. Useful for hauling back scrap or whatever else you come across. I'm too old for that stuff now. Wir haben einen Rucksack erhalten. Ja, sag ich doch. Jetzt und das Wasser ist blau. Ja. Jetzt ist es nicht mehr eklig grün. Und wir haben einen Rucksack erhalten und wisst ihr, was ich in diesen Rucksack packe? Den ganzen Erweiterungsscheiß. Genau, alles rein damit. Beziehungsweise erstmal alles zusammenfügen. Oh Gott, ey, der Golem ist echt voll hässlich. Ja, sag ich doch. Na ja, und rein theoretisch brauchen wir ihn gar nicht. Wer ist doch, theoretisch man ihn. Er ist hübsch. Dann gibt's Style-Punkte. Wir sollen zu dem Typen hier oben, den ich letzte Folge nicht lesen konnte, sollen wir die Ätherkristalle bringen. Bring back the Aether Crystal Fragments I require? Jetzt habe ich 4 weniger. Excellent. These will do perfectly. Aber du hast genug. Du hast genug Ätherkristalle? That's not right. Yeah. Not at all. That pulse, it wasn't supposed to go off. Oh dear. 1, 2, 3. Yes, my fingers are still intact. Did it reach you too? How do you feel? I feel stronger. Ah, very good. I'm sure a little more aether in your system won't do you the slightest harm. Okay, maybe it was a lot more. Ah, but you look fine. Fitter than ever. A real shame about the prototype, though. Showed such promise. Perhaps if I had more fragments. Nein. Ah, we've been so preoccupied with this Riftgate business that I completely forgot. Guck mal, ich habe eine Kugel hinter mir herfliegen. Sehen die hübsch. I sent her out to the Burwich Estates to fetch parts for our research. And she's been gone entirely too long. Was macht die? I have to say, I do feel a little responsible for her now that she's my apprentice. Mehr macht sie wirklich nicht, sie leuchtet nicht. Doch schön. Okay, wir sollen die Assistentin von ihm finden. Was ist das Ding? Was ist das? Blaues Licht, was macht's? Es leuchtet blau. wir sollen noch die Meet Bourbon Inside the Prison. Sollen wir das erstmal machen? Ja, erstmal mal alles abschließen, alles an. Ja, good, you're back. I've heard good things from both Kasparov and Barnabas. You're a real asset to this community. Hey, sie lieben uns. One of my scouts came back with news making our next move clear. The dead are heavily concentrated in Burwich Village to the north, past the swamps of Whitemire. There must be a reason why. Perhaps the ethereal behind these attacks. Ein Level noch, Boys, dann bin ich der Death Knight. Without investigating deeper. Oho. You've proven yourself quite resourceful thus far. Your ability to secure rift gates for human use could be a turning point in our situation. With all the activity around Burwich, there's bound to be a rift gate. If you can capture it, that will give us a solid foothold in the area. Und sie lieben uns nicht, wir werden nur toleriert zurzeit. Bourbon liebt uns, das reicht mir.
keep pressing north and you will eventually reach the outskirts of Burwich. It's surrounded by a palisade wall, so you will have to find a way inside. Once you've secured the Riftgate, return to Devil's Crossing. Ach cool, ich habe jetzt vier. Wir sollen ein Riftgate im Norden securen, weil wir scheinbar Riftgates für Menschen benutzbar machen können und dann können die durch die Gegend reisen. Okay, und da hinten ist noch mehr Questen. Obwohl, ah ne, bei ihr müssen wir irgendwas abgeben. Ja. Milton Heart und Collect his Amulet. Ist das, das Gift, ist das wahrscheinlich. Genau. Okay, dann können wir jetzt ja weitermachen. Wo sollen wir hin? Hier erstmal zum Rift, ne? Und dann, würde ich sagen Lower Crossing Lower und dann Crossing. Gucken, wohin. Ja. Haben wir irgendwo noch einen Schrein eigentlich, den wir nicht aktiviert haben? Ne, wir haben alle. Beide nicht. Okay. Ah, warte, ich sollte meine Punkte aber auch mal verteilen, glaube ich, oder? Eventuell, ja. Aber nur wenn du magst. Ja. Oh, lass mal nochmal hier hochgehen. Dort gibt's diese Ether-Dinger, Ether-Kristalle zu holen. Da? Ja. Zack. So, ich habe jetzt die ersten zwei Skills auf 10. Meine Standard-Attacks. Das sollte für den Anfang reichen. Muss ich dann später umskillen. Wo lauft ihr hin? Ich lauf hier ein paar Ether-Kristalle sammeln. Ah, das ist gut. Hey, Scrap. Hey. Oh, cool. Scrap. Ich hab meinen ganzen Scrap verbraucht. Ja, ich lass dir das mal fallen. Achso. Ja, Ätherkristalle kannst du, wenn du welche findest, auch selber behalten ansonsten, weil die wirst du ja auch ab und zu mal brauchen, ne? Mal gucken. Also ich, sonst kann ich dir die auch geben, aber... Ja, ich glaube, ich sammle die nicht selber ein und lass es mir lieber von dir geben. Lässt es dir hinterher tragen? Der Packesel. Nee, du gibst es mir dann. Verstehst? Ja, so. Ach okay, so, hier ja, unten ist langweilig. Ja. Oder einmal wir könnten der... halt auch in die Höhle und dort die Ether-Kristalle einsammeln, aber... Nee, wir müssen wir sollen nach Norden gehen und einen Riftgate erkunden. Okay. Für Bourbon. Ja klar, den Riftgate von Whitemire wahrscheinlich, ne? Burwich Village, sagen wir. Burwich. Ja, achso, ganz nach oben. Nach Burwich. Ja, klar. Das muss irgendwo hier lang sein. Hm. Genau. Alter. Läuft eine bei Explosion. Mir, ne? einfach nur alles tot. Ja, ich bin momentan noch nicht so... Ja, ich habe bisher auch noch nicht wirklich viel Schaden genommen. Weil immer noch irgendwer vor mir steht. Sollen wir die Höhle gehen? Ich glaube, das ist die Höhle, ne? Gibt's doch Gift oder so, ne? Oder da reingehen? Gifthöhle. Ja. Ist da drin? Auf jeden Fall. Ja. Komm mal rein. Oh, das ist der Scheiß. Ich bin noch gar nicht giftresistent. Egal, du stellst dich einfach irgendwo hin und chillst. So wie ich. Ich mag diese Höhle nicht. Nach Hause gehen. Ach guck, da vorne ist so ein sowas ähnliches wie ein Boss. Ja, und hier. Ja, und er ist tot. Okay, lass mal gucken, was haben wir denn hier. Ich heb erstmal den... Linkskram auf. Oh, Rare Shield, meins. Rare Belt, Physical Damage, Internet, how much? Physik, meins. Oh, ich will das mit Spirit haben. Okay. Oh, Magic Loss mit 5% Health? Bedien dich. Vielleicht so, ja, toll. Ja, wir stehen hier die ganze Zeit in dieser Suppe. Ich nicht, ich nicht. Ich stehe draußen. Ja, toll. Oh, Bonus on Pets, das will ich. Was? Ah, er hat sich das Amulett gekrallt. Dann nehme ich den. Ich hab mir das Pet Damage geholt. Pet Damage. Ich nehme doch da noch die HP Glass da. Poison oder Aether Damage? Oh, dann kann ich das. Ich kann meine Waffe nicht mehr tragen. Poison Damage. Ich hätte noch ein bisschen was verkaufen sollen. Rare Belt, Bock kann ich noch nicht tragen. Ist auch noch Level 12. Level 14 sind wir auch noch nicht.
Aber wir sind bald Level 10, dann können wir weiter skillen. So, ich skill jetzt nochmal einen auf Physik einen Punkt. Auf Physik? Ja. Weil sonst kann ich irgendwann nichts mehr tragen. Ja. Scrap. War nicht mehr so ganz cool. Ich hab Scrap gefunden. Ja. Was ist denn das hier? Magic One-Handed. Hm. Ja. Okay. Plus 10% Attack Speed. Hm. Also es ist echt gut, wir spielen keine Charaktere, die irgendwas von anderen groß wegnehmen, ne? Nö. Jeder hat so seinen Teil. Ja, Schilde. Meins. Mal guck, da unten ist Party, lass mitmachen. Oh, ich stehe in Säure. Oh, ich stehe in Säure. Oh, ich will endlich meinen Charge. Hey, Quest, hier ist irgendein Quest-Typ. Jo. Pharos the Rotted. Ach, hier, der ist das nicht der Typ für das Amulett? Das kann sogar sein. Hier, Milton Hart. Der mag mich nicht, der ist bei mir. Oh. Weil ich ihn nicht treffe. Er ist down. Geh weg da, das tut weh. Ja, tut ganz schön weh. Bin fast gestorben am Dot. Muss supporten. Moment, wow. Two-Handed Sword. Das möchte ich haben. Sword. Chaos Damage. Magic Belt. Den, Bonus to all Pets ist oben. 15% Helden im Dudeln. Magic Belt mit plus 5 Health Regen per Second. Jetzt ist noch viel besser. Meins? Ja, nimm. Aber der hat nur 3 Armor, ne? Ja, macht er eher. Ich habe noch gar keinen Gürtel gehabt, deswegen. Magic Shield ist auch noch da. Okay. Was? Rest interessiert mich nicht. Ich habe nur eine Pistole noch genommen mit Das ist so ein Spirit Shield, das brauche ich nicht. Und ich habe nicht genug Cunning. Ich glaube, ich muss langsam auf Cunning gehen. So ein bisschen muss ich ja auch auf Physik und so gehen, weil sonst viele Sachen... Ja, kannst du das Zeug nicht tragen. Ja. Ja, wir sind übrigens alle keine Experten in dem Spiel, das heißt, wir werden uns größtenteils verskillen. Tipps nehmen wir gerne hin, nehmen wir gerne zur Kenntnis. Vielleicht. Warte, irgendwas von meiner Ausrüstung ist kaputt. Was? Weil über mir ist so ein Schwert zerbrochen Symbol gewesen gerade. Das war wahrscheinlich die Säure zersetzt oder so heißt das. Wo genau gehen wir hin? Oh, Level 10. Ich nicht. Neue Klasse. Du Cheater. Ey, zweimal Scrap. Ah ja, stehst du direkt daneben. Denke mir so, okay. Dann halt nicht. Komm, lass uns auch noch Level 10 machen. Lass ihn da hinten rumdümpeln. Ja, mach uns eben schnell Level 10. Ist eh doof. Mochte den nie. Ja. Hey. Das ist Babo. Level 10, tschüss. Ja! Der Tank bleibt noch hinten dran. Neko Mio. Sollte mir aber auch mal langsam auf Cunning gehen, sonst treffe ich ja nichts mehr. So, ich pack mir schon mal den Demolitionist da rein. Oh, ich bin der Death Knight. Was geht ab? Was bin ich jetzt? Wo steht das? Keine Ahnung. Das brauche ich. Einmal Force Ray, einmal Cadence. So, was wollte ich hier skillen? Den da, erst später, genau. Alter, die Termitmine, die ist ja... Okay, das wird ewig dauern, bis ich da bin. Ah, dann fange ich schon mal an. Wo steht jetzt genau, was ich bin? Unter C. Mit deinem Charakter-Sheet. Purifier. Säuberer? Jo. Exakt. Ich bin gespannt, wie die das auf Deutsch übersetzt haben. Ich mach was Schaden. Ganz Tolles. Feuer ist geil. Ich hab jetzt einen tollen Skill, womit ich die Resistenzen von denen runtersetze. Von Gegnern. Zufällig gegen Feuer? Bisher Physical und Blutungs und Bleeding. Ich kann jetzt Leute stunnen. Und die werden langsamer. Aber Elementar kommt noch. Lol. Falls dich das interessiert. Also Glaskanone funktioniert. Ich halte nichts aus, aber der Schaden ist gut. Na, zum Aushalten bin ich ja da. Ja. Ich halte für dich mit aus. Das ist gut. Und ich mache für dich mit Schaden. Ja, schön. Ich hab Pets. Ich meine, das Explosion. Ich hab Pets.
Ich mach gar nichts zu Deutsch. Also im Endeffekt bist du wirklich einfach nur da. Babo. Ja. Also das ist, du hättest hier keinen perfekten. Ey, hier ist noch eine Truhe. Ah, Truhe. Loot. Oh ja, ich hab die Truhe gehört. Oh, aber reichlich. Oha. Also. Schildstil. Okay. ja, theoretisch. Ah, ne, wir können doch gar. Wir haben ja erst 25 Minuten. Wir können sogar noch mehr machen. Und eine Sword. Boah, plus 23 Physik. Magic Shield. Magic Gloves. Pierce Resistance. 200 Range. Magic Chest. Burn Damage. Cunning. Ich nehme mir mal die Chest Armor hier. Weil die auf Burn Damage geht. Hält. Eins. Hier Mighty Infantry Vanguards of the Eagle. Plus 2 Physik, plus 2 Cunning, plus 2 Spirit, 3% Physik, 40 Armor. Ja. Yo. Kall ich mir, ne? Ja. Caster Chest Armor bringt wieder niemandem was. Ich hab's 200 sonst. Ranged. Ah doch, den Helm würde ich mir noch nehmen, den Leather Helm of Fortitude. Ja, der hat ordentlich Resistenz. Bedien dich. Ja, na, vor allem die. Ach, 23 Physik. 3% Cunning, den hol ich, den nehme ich. Ich, ihr könnt, den Rest könnt ihr euch aufteilen. Ich habe alles, was ich wollte. Das ist nett. Ja, ich habe nur die 2 Fernkampfwaffen genommen. Bald kann ich. Ich habe übrigens immer noch keine Schuhe. Ich habe nur die Level 14er Schuhe im Inventar und warte darauf, sie irgendwann benutzen zu können. So, hier habe ich alles schon. Ich mache mal meine Devolution-Punkte. Devotion. So, Devotion, Entschuldigung. Also ich will gehen Richtung dieser Flamme hier, Meteorschauer. Dafür brauche ich das Lilane und das Grüne. Twin Fangs. Das ist ganz gut, das heilt mich ein bisschen. Ich brauche einen grünen dafür. Okay, dann nehme ich einen grünen. Oh, einer meiner Skelettos ist gestorben. Ich habe dummerweise keinen Skill bisher, auf den ich das anwenden kann. Ja. Lol. Ich kann das auf keinen Skill binden. Ah, ich hab's geskillt, oder? Ja. Okay. Ich mein Sternbild auch geskillt. Ah, ich habe halt keine aktiven Skills aktuell, mit denen ich das kombinieren könnte. Ich habe bisher nur passive Talente. Hashtag passiv. Ja, und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Gehen wir jetzt erst unten rechts lang oder oben links? Also oben links wäre, glaube ich, das Amulett irgendwann. Ja, nach oben müssen wir für die Hauptquest, weil wir das eben. Ist ja das Portal. Dann würde ich sagen unten rechts, oder? Was ist denn unten rechts hier? Ein Stein. Ah. Was ist hier gebufft? Oh mein Gott, das sind viele. Ey, was kloppt ihr ohne mich? Lightning Damage. Ach, das ist so ein. Das braucht keiner von uns. Oh. Das ist ein Zauberbuch. Greatsword und Dagger. Ich bin raus. Ich bin raus. Oh, warte mal. Ich bin hier. Two-Handed Mace. Two-Handed Mace. Das finde ich cool. Hm. Ursprünglich dachte ich mir auch so, machst du Zweihand-Typi, so mit einer dicken Keule in der Hand, weißt du? Aber dann dachte ich mir, ach, das hast du in Real Life schon. Papa. Ist langweilig. Schon bekannt. Ja, schon Master. Das sieht doch nach. Na, das ist kein Secret Weg, das ist offiziell eingezeichnet. Schade. Ja, moin. Was?
Ein Skill, erstmal alles tot. Es ist kein Skill, das ist eine passive Fähigkeit, die sich immer mal wieder aktiviert. Achso. Ich mach da gar nichts, es passiert einfach. Ich war das nicht, es passiert einfach. Ja, aber ist doch schön, dass... Da, da ist das Ding. Hab ich, ich heb's auf. So eine Slith Necklace. Also jetzt heb ich's auf. Ist bei euch auch weg? Das liegt, das kann jeder aufheben. Ja, ja, genau. In den Questgegenstand. Ja, weil es wirklich ein auch getaggter Quest-Item ist. Alles, was lila ist, oder? Außer Scrap und Ether. Ich find's geil, dass die immer so wegfliegen, wenn da so dieser Feuerstoß ja kommt. So richtig übertriebene Physik. Physics. Physical Knife of the Flame. Das wäre geil, wenn ich auf Nahkampf gehen würde. Lol. Ich schieße auf den Gegner davor, der dahinter fliegt, weg. Grab. Mace. Wie viele Maces wir hier finden? Unfassbar. Das ist Magic Offend. Das hätte ich hatte mit meinem anderen hatte ich am Ende Magic, also mit dem anderen Charakter von mir habe ich Magic Offhand und eine Pistole gehabt. Also ein Magier mit einem Pistole. Stell dir mal vor, Gandalf hätte statt seinem Stab so eine Glock in der Hand gehabt. Jo. Vor allem Klassenname ist auch Zauberer. Ist halt eine etwas andere Art von Zauberer. Zauberer in Strapsen. Was? Ich will dich sehen. Oh, ich hab das Geld gefunden, was wir suchen. Was? Ach. Ich hab das Geld gefunden. Das ist nicht das, was wir suchen, das ist ein anderes. Ja, ja, das ist noch der. Hab ich ein Geld gefunden. Und das suchen wir auch. Ja, wir suchen alle Gates. Vor allem suchen wir Bill Gates. Warte, spawnt hier nicht gleich noch irgendein Boss? Weiß ich. Bei diesen Gates spawnt doch immer am Ende ein Boss. Nö. Langweiliges Lame. Gate. Lame. Ich möchte das zurückgeben, aber wir können hier schon wieder Folgenpause machen. Und da wir weiterspielen würden, mach ich's ganz kurz. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.